Moin Moin und willkommen zurück bei Samal. Ich bin Sa, das ist Basti. Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Wir nehmen das jetzt mal Ich will weg. jetzt ein bisschen Es Battletech mir geht jetzt nicht um anschauen. Battletech. Aber Battletech. Nehmen Sie das weg. Oh nein, Packen Sie dieses. es bei sich auf die Seite, Oh aber du ja. darfst es nicht anfassen. Doch. So, also. Dieses Spiel fängt jetzt langsam an näher zu rücken. Die ist ja Anfang Oktober Immer und dieses Spiel. ja, die Spiele in Essen. Und Leute, die uns schon jetzt länger folgen, wir versuchen ja immer Sachen, die wir uns irgendwie geholt haben, immer wieder nochmal, wenn sie geblieben sind, nochmal vorzustellen. Und wir haben euch das auch letztes Jahr versprochen. Wir haben ein Unboxing gemacht und dann haben wir ein Ersteindrucksvideo zu den ganzen Spielen gemacht, die wir dann ein oder zwei Mal gespielt haben. Und wir haben dann gesagt, so, hey, wir machen das ja eigentlich dann immer so, dass wir dann euch nochmal zeigen, was ist denn geblieben von der letzten Spiel. Das ist in dem Sinne auch interessant, weil die Titel vom letzten Jahr könnt ihr ja dann auch wieder auf das Spiel kaufen. Die sind dann praktisch schon geproved und Ja. die sind dann da bei den Händlern zu bekommen. Das sind, natürlich sind auch Sachen rausgeflogen. Machen immer so eine rausgeflogen Jahresliste. Da könnt ihr mal in die 23 reingucken. Da sind schon einige Titel rausgeflogen, die jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dann noch dieses Jahr rausgeflogen sind. Die kommen dann ins rausgeflogen Wenn ich 24. dann noch rausfliege, dann sitzt hier ein anderer. Genau, dann ist Basti ausgetauscht. Und weil ich hatte nämlich Sagt euch aber dann keiner. überlegt, die alle nochmal reinzunehmen, so und aus welchen Gründen, aber dann haben wir das im Prinzip doppelt gemoppelt. Deswegen haben wir jetzt hier nur nochmal detektiert die Titel, die wir auf das Spiel mitgenommen haben und die noch hier sind. Werde ich was vergessen haben? Mit Sicherheit. Aber ich habe es nach gut Zwei bestem Wissen und Gewissen Dinge gemacht. sind mir noch wichtig, bevor wir anfangen. Erstens, die Kamera hat Sarah im Fokus, was ich unfair finde. Normalerweise die Kamera mich im Okay. Fokus. Das liegt aber auch daran, dass du mich eben bei der Einstellung super geärgert hast, weil Basti muss mir immer das Equipment anreichen und ich richte alles ein bei OBS, bei dieser Aufnahmesoftware und der hat einen Stecker falsch gesteckt und ich denke, warum? Ich krieg die Kamera nicht aufs Bild. Was ist denn jetzt los? So runtergefahren, hochgefahren, umgesteckt Ja, und es war er so eine hat. 15 Minuten Stress und dann habe ich geguckt, oh, ich glaube, ich bin im falschen Und Slot. deswegen mag die Kamera jetzt mich lieber, weil du versucht hast, mich zu manipulieren, weil ich schon dachte, wir können heute gar nicht aufnehmen. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, warum wir das überhaupt alles machen, uns ist ja besonders wichtig hier auf dem Kanal, ich habe Sarah heute ganz viel zu trinken geholt, das ist eine Sache, die immer sehr wichtig ist. Uns ist immer besonders wichtig auf dem Kanal, dass wir Sachen halt nicht nur kaufen und einmal vorstellen und sie dann verloren gehen, sondern uns ist halt auch immer wichtig, dass wir die Spiele halt auch wirklich spielen. Das heißt, wenn ihr uns zuschaut, wenn ihr uns abonniert habt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Dann werdet ihr Spiele immer wieder sehen. Wir Ja. werden Spiele immer wieder besprechen, dann versuchen immer die Spiele aus ein paar verschiedenen Blickwinkeln zu Winkeln betrachten. gucken, ja. Das heißt, bei uns gibt es halt immer so ein bisschen so den Ablauf des normalen Spiellebens. Das heißt, wir spielen die Spiele, wir haben dann nicht nur diesen Anfangshype, sondern wir versuchen auch wirklich, die halt durchzuarbeiten. Und manchmal ziehen sie dann halt aus und die sind halt nicht Genau, ausgezogen. wir sind relativ streng. Wir haben ungefähr mal 200 Spiele im Regal. Das heißt, wir sind da schon. Wenn es nicht gespielt wird oder wenn es keine Chance hat, gespielt zu werden, dann muss es leider gehen. Aber diese haben jetzt es zumindest fast ein Jahr geschafft. Und ich denke, die jetzt da auch noch stehen, die haben mindestens die Chance, noch ein paar Jahre auch Ich da zu versuche mal bleiben. nicht hinzugucken, damit ich noch so ein bisschen überrascht bin. Ich meine, ich weiß, welche Spiele bei uns in der Sammlung sind, aber die Reihenfolge, die jetzt Ich habe kommt. schon gesagt, ich muss es gar nicht abdecken, damit Basti, weil das ist ja nicht geheim wie die anderen Listen. Und da ist mir eingefallen, dass Basti ein Gehirn wie ein Goldfisch hat und wahrscheinlich überhaupt gar nicht weiß, was wir letztes Dafür Jahr habe auf das ich Spiel jetzt den gekauft haben. Kamerafokus. Verdammt, hat er geklaut. Buffet Boss. Boss ist so ein kleines Stapelspiel, wo man so verschiedene Essenssachen hat, die man so aufeinander stapelt in so einer kleinen Schale. Und es gibt ja ganz viele Stapelspiele. Nein, wichtig, thematisch. Ihr wart ja vielleicht auch schon mal in irgendeinem Buffet und habt dann die Leute gesehen, die sich ihren Teller halt so einen halben Meter hochgestapelt haben und dann mit diesem wankenden Teller-Stapelturm zu ihrem Tisch oder zu ihr zurück wanken und ungefähr das will der Spieler halt simulieren. Man will sich halt einen so schönen hohen Teller wie möglich bauen, ohne dass das alles umkippt. So. Genau, es gibt auch noch extra Punkte, wer den höchsten Teller hat. Und dann das Besondere ist da, dass man so eine Karte hat, was man dann am Ende gerne auf seinem Tellerchen hat, weil es reicht nicht nur irgendwas zu nehmen, sondern man ist zum Beispiel Vegetarier. Man möchte vielleicht nur viel Gemüse haben Oder und man viel ist Obst Pesketarier, haben. dann will man Gemüse und Fisch haben. Genau, und die verschiedenen Sachen, je nachdem wie schwer die sind, geben auch verschiedene Punkte. Das heißt, es ist meine Überlegung, okay, ich bin eigentlich Vegetarier, aber der Hähnchenschenkel gibt mir jetzt vier Punkte.
nehme ich den halt mal mit. Heute ist, was sagt man immer, Fake Day? Nee, Lazy Day? Keine Ahnung. Cheat Day. Ah, hier sind auf jeden Fall richtig schöne, viele bedruckte Holzteile drin. Das werdet ihr auch auf den Fotos sehen, die ich dann einblenden werde. Und die lassen sich halt wirklich sehr, sehr stark unterschiedlich gut stapeln. Sind jetzt nicht so völlig wahnsinnig von der Form her. Aber es ist schon wichtig, weil manchmal denkt man so, ich brauche die Avocado, aber ich habe jetzt nichts, um die Ost unterzubringen. Ist vor allem auch bei unseren Nichten eingeschlagen, wie sonst was. Weil immer, ich war jetzt auch letztens mit der Großen im Urlaub und dann habe ich auch gesagt, welches Spiel soll ich mitnehmen? Das Befehlsspiel. Und geht für beide groß, für klein und groß. Ist halt auch schnell gespielt tatsächlich, was das angeht. Also das ist eine 10-15 Minuten Sache. Ja. Aber wir hatten ja schon andere Stapelspiele, so weißt du auch. Tier auf Tier. Und andere Sachen, auf die ich jetzt gerade nicht komme, wie es heißt. Aber auf jeden Fall. Rhino Hero Super Battle. Ja, genau, sowas halt. Sowas zieht meistens dann aus, weil es dann irgendwie dann doch ein bisschen zu lange dauert. Bei Tier auf Tier ist es ja auch noch so, dann erweitert sich die Plattform unten immer mehr. Dann wird es manchmal langweilig, weil du würfelst ja. Und hier hast du halt wirklich nur diese Schale, die auch noch so leicht gebogen ist und die dann anfängt hin und her zu wackeln. Und das Coole ist, wenn halt irgendwas runterfällt, dann halt gibt es halt irgendwie die 5-Sekunden-Regel, die halt in dem Regelbuch steht. Und alles, was man nicht innerhalb von 5 Sekunden wieder auf den Teller draufgestapelt hat, den Müll. Das wird dann halt von der Restaurantfachkraft feinsäuberlich weggefegt und kommt dann hier in die Box. Das ist im Grunde hier so ein Mülleimer. Und dann kann man das halt nicht scoren, das ist halt auch ganz witzig gemacht. Das ist also, das Thema ist schon wirklich gut getroffen und die Box ist halt wirklich so klein, die nimmt nicht viel Platz weg, die kann man immer irgendwo dazwischen schieben im Kallax und deswegen ist es halt auch noch nicht ausgezogen. Es ist kein Spiel, was sich die Leute hier großartig wünschen, wenn sie bei uns zu Besuch sind. Außer die Kinder, aber wir drücken das halt ab und zu mal ganz gerne rein in den Spieleabend, damit... Du musst die bei dir lagern. Ich stapel die jetzt nicht wieder oben drauf. Aber in den Battlebase, kann ich die dann wieder hochholen? Nein. Schade. Dann, ich glaube, die größte Box, die haben wir hier praktisch im Schnellformat bemalt. Das war richtig schnell, waren wir Maschinen. Deep Rock Galactic. War so eine der Überraschungen tatsächlich letztes Jahr. Ich will das auch ein bisschen haben. Ich habe keinen Platz mehr. Und es, ja, das ist genau richtig. Das ist mein, eigentlich mein Plan. So. Ich und Deep Rock Galactic moderieren das jetzt hier. Da ist wenigstens kein Quinch drin. Warte mal so, ne? Genau. Also auf jeden Fall haben wir das mehr oder weniger mitgenommen. Basti war vorher interessiert. Weil ich das Computerspiel kannte aus Videos und Let's Plays. Ich habe es nie gespielt, mein Bruder hat das gespielt. Es ist halt ein kooperatives Ballerspiel auf PC, wo man halt in die Rolle von Zwergen schlüpft, die immer wieder neue Missionen starten und sich in Höhlensysteme runtergraben, dagegen so außerirdische Käfer kämpfen und versuchen so viel wie möglich Loot rauszuholen, um dann zu überleben und dann in die nächste Mission starten zu können. Das ist hier relativ gut wiedergegeben. Genau, im Spiel. Weil theoretisch ist ein Dungeon Crawler und ich bin ja kein Dungeon Crawler-Fan, ihr kennt es, laufen, schlagen. Hier ist es allerdings nicht so aufdringlich. Also es ist halt ein einfaches System, ohne langweilig zu sein. Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich finde Zombies halt relativ langweilig. Und das dauert auch viel zu lang. Für mich, finde ich. Und Deep Rock Galactic ist so eine Sache, das geht 45 Minuten bis eine Stunde. Ist immer sehr knapp. Ja. Also 50-50 Gewinnchance. Wir mussten ja eine Zeit lang auf Veteranen spielen, bis Bastian festgestellt hat, oh, das ist die schwerste Stufe. Und die Leute dann so, wie soll man das schaffen? Und theoretisch... Du bist so lange vorgehalten, bis ich irgendwann das Kraft jedem Video, gehe. Bis die Leute auf das Spiel zu dir sagen, du bist der, der Deep Rock Galactic immer auf Veteranenmodus spielen wollte. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen Zombie-Side-mäßig mit diesen Horden, die rushen, aber nicht so extrem. Du hast halt sehr viele Gegner. Die kommen immer so in Wellen. Genau, und die schlüpfen halt immer wieder nach. Du wirst ja auch relativ leicht wieder los. Und was ich da das Coole finde, ist, die machen nicht so viel, weil sonst ist, wenn du so viele Gegnertypen hast, dann wird es schnell unübersichtlich. Ja. Und da hast du so eine Tabelle, die du halt abhandelst, wo dann genau steht, wer wann dran ist, dann gehst du einfach durch, haben wir die, okay, die machen jetzt das, haben wir die machen jetzt das, haben wir die machen jetzt das. Ja, die Aktivierung ist relativ schnell abgefertigt. Fertig. Mhm. Und da hast du noch so, ja, kann ich drauf schießen, und da hast du in der gleichen Tabelle, wo sie gegen resistent sind. Und das war's eigentlich. Das Schießen finde ich richtig cool, weil oft ist es ja so, dass man halt irgendwie eine bestimmte Anzahl von Würfeln würfelt und das ist dann die Anzahl an Schaden, die man halt einem Modell macht. Hier ist das halt so, man kann so ein bisschen blind die Heide machen, das heißt, man würfelt und kann dann den Schaden auf nebeneinander stehende Gegner verteilen, je nachdem, wie, was man gewürfelt hat und was für eine Waffe man anwendet. Das heißt also, der Zwerg mit dem schweren MG kann halt wirklich auch mal so einen ganzen Raum clearen mit einem Angriff und das finde ich schon ziemlich cool gemacht, weil das gibt einem ein gutes Gefühl an Spielstärke, an Macht, und das, so dass man halt wirklich die kleinen Käfer gut wegräumen kann, aber hinter den kleinen Käfern ist dann halt noch der nächste riesige große Käfer. Und der ist wahrscheinlich noch immun von vorne. Und vorne gepanzert, genau. Das heißt, da musst du das macht nämlich das Spiel auch einzigartig, weil du graben kannst. Du bist halt
kleiner Grabezwerg und dann kannst du halt einfach der sagen so, hey, wir buddeln uns jetzt einfach da drumherum und umgehen das halt einfach und dann müssen halt erstmal die Aliens den langen Weg drumherum nehmen oder wir graben uns hier schnell durch, damit der Große da nicht durchkommt und so kann man sich dann nämlich halt auch durchsneaken und was das Schönste ist, wir versuchen am Ende alle gleichzeitig in die Kapsel zu steigen, aber wenn Basti da hinten sich wieder festgebackt hat, ist es dann noch so, wartest du, ich gehe schon mal vor, ich stelle schon mal das Bier kalt und klack geht die Kapsel zu. Es reicht halt, wenn eine bestimmte Anzahl von Zwergen drin sind, wenn das Missionsziel erfüllt ist, dass man halt trotzdem noch gewinnt. Das heißt, man kann halt auch mal so einen knappen Sieg haben und muss halt nicht immer den vollständigen Sieg haben. Den Grabezwerg fand ich übrigens geil, den gab es bei Vater Abraham bestimmt damals auch. Nee, richtig cooles Spiel. Es hat halt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die es halt herausstechen lassen, wie halt dieses Grabesystem, wie dieses Waffensystem. Die Zwerge haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die immer gleich sind von Spiel zu Spiel. Ja. Da gibt es keinen Talentbaum oder irgendwas. Die sind halt alle gleich in ihrer Unterschiedlichkeit. Aber da sind sie auch wirklich sehr unterschiedlich. Also ob das jetzt der Scout-Zwerg ist oder der Grabezwerg, die machen schon sehr unterschiedliche Sachen. Und trotzdem muss man halt gut als Team zusammenspielen, weil wenn man da so als Einzelkämpfer vorrennt, wird man einfach von den Gegnerhorden weggeschwemmt. Ja, genau. Außerdem ist es halt ein super hübsches Spiel. Ihr werdet das auf den Fotos gesehen haben. Und es hat halt viele taktische Entscheidungen, die aber halt, das sind halt auch kleine Entscheidungen. Es ist jetzt nicht von wegen, wir müssen jetzt den Kriegsplan rauslegen, sondern es ist immer sehr so von wegen so, was machen wir diese Runde? So die Minutenentscheidung. Ne? Was ist jetzt der Boardstate, genau. Was machen wir jetzt? Was ist jetzt das Beste oder wo wollen wir im langen Rahmen hin? Aber es gibt ja sonst auch dieses Spiel, wo man sagt so, wir müssen uns jetzt erstmal besprechen, was die nächsten vier Runden passiert. So ist dieses Spiel nicht. Es gibt auch einen Kampagnenmodus, will ich glaube ich nie im Kampagnenmodus spielen, weil es macht genau das, was es jetzt macht, richtig. Du packst es aus, du baust die Mission auf, was immer ein bisschen kompliziert ist tatsächlich mit den Teils, ist das einzig Negative. Ja. Die muss ich immer raussuchen, weil du mal sagst, ich finde das nicht. Die sind einmal ganz schlecht abgedruckt in der Anleitung, also in den Missionsbeschreibung und da muss man die teilweise noch übereinander legen und dann noch abdecken mit irgendwelchen anderen Plättchen und das ist schon sehr blöd gemacht, vor allem, weil die Teile halt keine Nummerierung haben, wie zum Beispiel bei Gloomhaven Frosthaven ist. Und du siehst es nur von oben und du musst dir dann aus den Teilen das zusammenpuzzeln und dann mit dem Abdeckung ist das teilweise kompliziert, weil du denkst, du suchst so ein Teil, aber dann sind das drei kleine Teile. Also da ist der Aufbau teilweise komplizierter als die Spielerklärung, was aber ganz gut ist, während Sarah aufbaut, kann ich den neuen Spielern das Spiel erklären und dann geht man halt gleich direkt rein, wie sagt man so schön, ganz blazing und kann halt wirklich die Gegner wegrocken, das macht einfach richtig Spaß. Von daher, das Spiel akzeptiere ich, ist auch sehr gut von den Miniaturen her, hatten wir letztens auch bei Spiele für Miniaturenanfänger und da reicht auch, wir haben nur die Grundbox und ich habe auch noch nie gesagt, so boah, mir fehlt jetzt noch irgendwie was. Ich hätte schon Bock, es gab noch einen zweiten Kickstarter mit so weiteren Biomen, die das noch ein bisschen erweitern und ein bisschen abwechslungsreicher machen, da überlege ich wirklich, aber ich denke, die werden ja bestimmt auch auf der nächsten Spiel sein und dann gehen wir einfach bei denen an den Stand und schauen mal, was man da noch erstehen kann, weil da hätte ich schon Bock drauf, vor allem, weil wir es halt wie gesagt schon bemalt haben und dann bräuchten wir eigentlich nur noch die Erweiterung bemalen und das ist dann eigentlich auch relativ fix gemacht und mehr Abwechslung ist immer gut in so einem Spiel, sofern nicht noch irgendwie 1000 zusätzliche Sonderregeln reinkommen. Aber auf jeden Fall für so ein One-Off Dungeon Crawler wirklich eine super Empfehlung. Ja, weil ihr kennt es, sonst ist es auch immer nervig, wenn du einen Dungeon Crawler vorstellen willst. Die meisten sind ja Kampagne und dann musst du immer, ich sag's, ne, die Sand 2. Edition, wie oft ich die erste Mission gespielt habe. Ich kenne den so auswendig, weil jedes Mal, ach, lass uns erstmal wieder eins anfangen, wir spielen dann die Kampagne. Und da hast du immer nur einen Stock. Bub. Der macht dann immer einen Schaden, weil die coolen Sachen kommen ja später und hier fühlt man sich halt auch wirklich schon aufgelevelt. Ne, ja. Eine Überraschung, ich glaube vor allem für den Basti. Ja. Vakutna Hora. Normalerweise überhaupt nicht unser Thema. So Städte. Alte, mittelalterliche Städte. Aber wir waren interessiert wegen dem Rewood. Wir waren interessiert wegen der gesamten Produktion. Genau, weil dann sind wir auf die Produktion aufmerksam geworden. Aus. Viele haben ja gesagt, sie fanden das hässlich. Und wir haben schon gesehen, damals auf den Videos, könnt ihr euch auch gerne angucken, wo wir da immer im Vornherein drüber philosophiert haben, weil da sind nämlich auch so goldbedruckte Karten, Gold und Silber. Ja, so und schön. Ich finde es halt, weil sonst sind ja, Basti sagt ja ganz schön, die braunen Städte und dieses hier tatsächlich nicht, es hat dieses schwarz-weiße Design. Es ist vielleicht die silberne Stadt. Und mit silbernen Akzenten und es wirkt halt einfach frisch für sowas. Also es sieht nicht altbacken aus. Und was ist es? Weil wir sind ja jetzt nicht nur auf das Material gekommen, sondern wir wollen ja, das Spiel bleibt ja auch, weil die Mechaniken gut funktionieren. Wir bauen halt Kutna Hora oder Kuttenberg auf Deutsch, eine Stadt in Tschechien, auf, im Mittelalter und machen das halt, indem wir halt erstmal uns schauen, wo wollen wir unsere ganzen Gebäude hinbauen. Dann kaufen wir uns halt die Baupläne für die Gebäude, dann bauen wir diese Gebäude. Und wenn wir diese Gebäude bauen, dann produzieren die ja auch was. Und dann haben wir nämlich so einen ganz interessanten Mechanismus, dass alle Produkte je nach
Bevölkerungsanzahl nach Angebot und Nachfrage halt besonders viel Geld oder wenig Geld bringen. Und das heißt, wenn wir jetzt alle nur Fleisch reinbauen, dann ist der Fleisch, haben wir einen Fleischüberschuss im Dorf oder in der Stadt und dann wird Fleisch relativ wenig wert. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, was man bauen kann. Man kann aber eh nicht alles bauen, weil man nur Konzessionen für drei verschiedene Arten von Gebäuden hat und jeder Spieler hat halt verschiedene, sodass man sich so nach und nach halt in der Stadt so ein bisschen ausbreiten kann. Genau, wenn man zu viert spielt, was wir, glaube ich, bis jetzt immer gemacht haben, hat man immer, ist es ganz lustig, dass es so ist, wenn meine drei Gebäude, eins habe ich mit Basti doppelt, eins habe ich mit Spieler A doppelt, eins habe ich mit Spieler B doppelt. Das heißt, du interagierst mit jedem so ein bisschen. Und ja, dieser Computer, der da drin ist, der Pappcomputer, mit dem haben sie damals ein bisschen Werbung gemacht. Aber was es letztendlich dann ausgemacht hat, ist halt auch nicht nur, dass es schön ist, sondern es ist ein sehr interaktives U. Es fühlt sich sehr an, als ob man dadurch, wie mit dem Preiswechsel, dass man dann sagt, so, oh Gott, ich brauche so eine Fleischbude. Basti, bau mal so eine Fleischbude. Oder wir brauchen jetzt Holz zum Oder irgendjemand muss mal wieder ein normales Stadtgebäude bauen, was halt nichts produziert, aber das dann vielleicht wieder neue Bevölkerung in die Stadt holt, damit wir wieder mehr Nachfrage haben. Oh, ich möchte in der Kirche eigentlich weiterbauen, weil, oh Gott, aber wenn Basti da jetzt, oder wenn die Stadt das weiterbaut als Strafe, dann müssen wir alle ganz viel Steuern zahlen. Und was halt auch noch so ein Clou des Spiels ist, wir reden jetzt über Fleisch, über Holz oder sonst was, es gibt nur Silber. Es gibt diese ganzen Ressourcen nur theoretisch. Ja, die sind eigentlich alles Geld, nur umgerechnet. Das heißt, es wird eigentlich alles in Silber bezahlt. Das heißt, man hat zwar ganz viele Ressourcen, aber letztendlich zählt dann nur das Geld. Es ist dann die Frage, wie viel Geld gerade wert ist. Das heißt, brauche ich zwei Holz, das zwei wert ist, muss ich viel Geld haben halt dafür. Und das alles so zusammengemischt, das ist auch nicht so lange das Spiel tatsächlich. Ja. Kann man auch gut mit Anfängern spielen und um nochmal ganz kurz auf die Interaktivität einzugehen, weil das ist für mich immer ganz wichtig in einem Eurogame. Ich hasse das immer, wenn ich so Multiplayer-Solitär spiele und jeder spielt so sein eigenes Spiel, ohne großartig mit anderen Spielern irgendwie in Verkehr zu kommen, sodass jeder so ein bisschen sein Pünktchen machen kann, seine Engine aufbaut. Und hier ist es halt wirklich so, wir wetteifern halt wirklich um diese Bauplätze. Wir wetteifern um die Baupläne. Wir haben noch eine Mine, in die wir reingehen können, in der wir halt verschiedene Ebenen beminen können. Und da muss man halt auch schauen, wer ist wo, wie stark vertreten. Und dann ist natürlich auch wieder mit dem Silber, was wir aus der Mine holen, so angeboten. Und Nachfrageding. Und das kommt alles zusammen irgendwie so, dass wir halt immer ein bisschen gucken müssen, was machen die anderen Spieler, aber trotzdem relativ schnell gespielt, weil man halt wirklich nur diese eine Ressource hat, nämlich das Geld. Man muss zwar relativ viel umrechnen und man ist eigentlich auch immer knapp bei Kasse, obwohl man teilweise am Anfang der Runde oder wenn man halt so einen Geldzug macht, hat man relativ viel Geld. Aber das ist auch relativ schnell wieder weg. Ja, genau. Dann denke ich mal so, oh, ich bin jetzt erstmal reich, ich habe jetzt irgendwie 48 Silber. Das ist nie so ein Durchmarsch. So, aber oh, jetzt muss ich das Baugrundstück da bauen. Okay, Holz ist gerade 3 wert, das braucht 12 Holz. Also, da geht das Geld dahin. Es sieht halt gut aus, es spielt sich gut, es ist relativ gut zu erklären. Das Scoring am Ende ist immer noch ein bisschen kompliziert, da muss man auf jeden Fall am Anfang gut erklären, weil man sonst am Ende dieses Spiels ein bisschen enttäuscht ist, wenn man falsch gebaut hat, weil die Platzierung der eigenen Gebäude ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber im Großen und Ganzen war ich auch sehr überrascht, dass es mir Spaß gemacht hat. Ich denke mal, es kommt grundsätzlich erstmal von der Produktion, aber die Mechaniken sind auch wirklich gut. Ja, wie gesagt, es passt halt alles zusammen. Es ist produktionstechnisch schön, es sieht nicht so altbacken aus, es ist interaktiv, es ist aber gleichzeitig schnell gespielt. Man macht nicht so viele Punkte während des Spiels, das machst du eigentlich auch ganz gerne. Es hat eine sehr, sehr schöne Aktionskartenmechanik, da man sich immer sehr stark überlegen muss, welche der doppelseitigen Aktionskarten man wie kombiniert, weil man immer nur 5 Aktionen hat. Ja, man hat 6 Karten, kann aber 5 Aktionen spielen, denkt man, ja, immer nur eine auslassen, aber jede Karte ist auch noch doppelseitig, das heißt, wenn ich zweimal bauen will, diese Runde, sind die Aktionen da unten schon tot. Das heißt, ich muss gucken, muss ich doch die Joker-Aktion machen, aber wenn ich die Joker-Aktion mache, dann habe ich Reputation verloren beim Stadtvolk, weil ich mich halt zum Esel gemacht habe. Also, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also viele schöne, auch sich frisch anfühlende Mechaniken, das mit der Angebot-Nachfrage, mit dem Geld, das funktioniert auch alles relativ gut, wenn man da so ein bisschen Überblick behält. Also wirklich, ist auch echt eine Empfehlung wert. Und ja, es ist überraschend, bei uns halten sich so reine Eurogames eher schwer in der Sammlung. Weil Basti dann immer mit eingesteinerter Miene am Tisch sitzt, von wegen so, ja, ich spiele das natürlich gerne mit dir mit. Sarah, die Eurogames viel mehr mag als ich. So, und dann merkst du immer schon, dann wird das Handy mal zwischendurch schon gezuckt, wenn er dann irgendwie Downtime hat, weil eigentlich nicht. Ja, wenn Spieler dann irgendwie 85 Minuten überlegen, wie ihr nächster Zug ist. Schrecklich. Ein Spiel, da hatte ich im Nachhinein am meisten Angst drüber, weil das war auf Kickstarter, wir haben es aber auf der Messe geholt und ganz viele Leute haben gesagt, das war für sie das schlechteste Spiel der Messe. Dann dachte ich schon so, und dann haben wir es, dann haben wir es gespielt und wir fanden es halt gut. Ich würde auch nicht sagen, das ist das Favorite Game Ever. Also
Ich will auch nicht sagen, dass sich das für immer in der Sammlung hält, aber auch hier ist es ein relativ schnelles Euro-Game. Und zwar, willst du erzählen, was man macht? Sind wir hier auf Ceres. Das ist ein Mond, der Jupiter das ist ein Zwergplanet. Ein Zwergplanet, der Jupiter umkreist. Und eins von unseren Meerschweinchen. Und eins von unseren Meerschweinchen haben wir jetzt tatsächlich so genannt, weil wir wollten irgendwen mit Brettspielnamen haben und Ceres hat sich tatsächlich angeboten und passt zu Expanse. Aber auf jeden Fall ist es so, wir haben in diesem Spiel nur 3 Runden Zeit und im Prinzip ist es ein Worker-Placement-Game. Und wir können dann halt unsere Disks halt irgendwo hinlegen und wir wollen halt die Station so weit wie möglich aufbauen. Wir können uns unseren eigenen Engineer bauen. Wir können Satelliten losschicken, um halt den Satellitengürtel, den Belt, der da drumherum ist, abzufarmen. Und so verschiedene Aktionen. Das Lustige ist, es gibt 2 Kreisläufe da drin. Und zwar mit 2 Arten von Arbeitern. Genau, dieses normale mit diesem Plättchen legen und dann kann man sich noch Arbeiter holen, die sind dann farbkodiert, die können dann in einer eigenen Station arbeiten. Das sind Astronauten, die halt ankommen in der Station und da sind auch nicht immer alle Farben verfügbar. Das heißt, da muss man dann immer teilweise überlegen, okay, nehme ich mir jetzt den letzten grünen Astronauten, der noch in der Basis wartet, um ihn auf meine grüne Karte zu stellen, damit ich die aktivieren kann. Dann kann kein anderer Spieler mehr grüne Karten aktivieren. Oder mache ich doch erst eine von meinen Privataktionen, also von den Haupt-Worker-Placement-Aktionen und mache halt vielleicht eine starke Aktion. Und da muss man dann wirklich immer so ein bisschen überlegen, mache ich dies oder mache ich dies oder mache ich jenes und muss natürlich auch immer noch auf die ganzen Ressourcen achten. Ansonsten ist es wirklich ein sehr basislastiges Eurogame, aber diese doppelgespaltene Worker-Placement-Mechanik ist ziemlich cool. Ja, mit den Satelliten ist halt noch cool, weil sich diese Ringe bewegen. Ich glaube, das war so der Haupt-Selling-Point. Ist letztendlich aber nur eine Beilage bei dem Spiel. Ja, das ist ein Gimmick. Und jetzt hat er es doch wieder gemacht. Ja, natürlich, da war Staub oben drauf. Und auf jeden Fall, es ist übrigens nicht so, ich will mal nicht, dass das abwischt, das sieht so aus, wir spielen die Spiele nie, aber die sind tatsächlich im Meerschweinchenzimmer und wer schon mal Meerschweinchen mit Heu und Streu versorgen musste, weiß, wie staubig das ist. Aber auf jeden Fall ist es halt auch so ganz lustig mit diesen anderen Workern, mit diesen Farbworkern, die kannst du auf deiner Station auch hin und her stellen, dazu brauchst du aber mehrere grüne Spots. Ja. Das heißt, ein grüner Arbeiter kann nur, das heißt, du musst dann ein paar grüne Spots aufbauen, dann ist es dann aber auch schon halt so, dass man sagt so, oh, jetzt nimmt Basti sich den grünen, muss ich mal gucken, weil vielleicht will ich auch einfach 2 dahin stellen, einfach nur um Basti das wegzunehmen. Und das ist ganz lustig. Was ein bisschen ist, das ist die Übersichtlichkeit in diesem Spiel, weil teilweise sind ja diese Spots, dann legst du da ein Disk hin und dann kommt so, was kann ich da nochmal machen? Ja, da musst du hier hinten gucken, da kannst du das oder das machen, weil das nicht unbedingt da, wo das Plättchen hingeht, korrespondiert das damit, sondern das ist dann, was weiß ich, eine Verwaltungsaktion gibt dir auf diese beiden anderen Spots. Du startest hier die Rakete, da hinten in den Belt, wo sich dir die Teile drehen. Ja, und das ist dann halt so ein bisschen übersichtsmäßig, dass man halt gucken muss erstmal, wo gehört denn was hin, was kann ich denn jetzt halt noch machen. Sonst hast du halt irgendwie Ressourcen, die du halt auf deinem Board hin und her schiebst, du hast auch immer zu wenig. Ja. Und du hast immer die falsche zu viel. Genau, man ist immer neidisch auf die Engine von dem anderen, weil man sagt so, boah, ich habe überhaupt gar keine Keramik. Und er sagt, du hast keine Keramik, du hast so viel Eis, ich habe überhaupt gar keine. Ich so, ja, was will ich mit dem ganzen Eis? Ich brauche Keramik. Und so ist es halt immer ganz lustig. Und es sind so ein paar Sachen, die so ganz neckisch ineinander fassen. Und eine der Sachen, die Netflix nicht mehr kann, ist, sie haben das gut runtergeschnitten auf diese 3 Runden. Ja. Wenn das Spiel 5 Runden gehen würde, hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Dann wäre es schon ausgezogen. Genau. Ja. Und so ist es aber so, es ist so tight durch diese 3 Runden, dass du halt wirklich sagen musst, okay, ich muss das jetzt rausballen. Und weil du hast auch so dieses Typische, was wir eigentlich hassen, dass du nochmal Ressourcen auf Aufträge schieben kannst. Ja. Die werden erstmal jede Runde unwertvoller. In der ersten sind sie noch relativ wertvoll. Das heißt, sie verlieren immer Punkte, dass sie am Ende nicht mehr so viel wert sind. Und du hast am Ende auch gar nicht mehr so viel Zeit, um die Aktion dafür zu versorgen, da die ganze Zeit nur die Ressourcen drauf zu ballern. Das heißt, es ist halt sehr tight gehalten und lässt sich dann halt auch innerhalb von einer Stunde oder maximal anderthalb Stunden. Wenn man entscheidungsfreudige Spieler hat. Also man kann das Spiel auch komplett zerdenken, alleine schon durch diese doppelte Worker-Placement-Mechanik und dann diese ganzen Aktionen, die auch miteinander dann interagieren. Das kann dann schon bei Spielern, die ein bisschen entscheidungsunfreudiger sind, ein bisschen länger dauern. Aber grundsätzlich, wenn man sich einigermaßen schnell spielt, ist das wirklich in einer Stunde durch. Das hat auf jeden Fall ein paar Schwächen. Zum Beispiel hat es auch noch so eine Forschungsmechanik, wo man halt auch so seinen Pappel vorschieben kann. Die finde ich so ein bisschen unbalanciert, weil eine von den Forschungen ist definitiv stärker als alle anderen, weil man darüber auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Punkte bekommen kann. Ist aber jetzt schon wieder zu tief in der Besprechung des Spiels, als es eigentlich notwendig wäre. Grundsätzlich ist aber wirklich ein cooles Spiel und auch wieder eins, das man relativ schnell erklären kann, weil es halt nicht irgendwie super abgefahrene Regeln hat oder sonderlich kompliziert ist in der Berechnung, weil ich glaube, es gibt am Ende des Spiels einfach gar keine Berechnung mehr an Punkten. Alles, was du im Spiel an Punkten machst, ist das, was du am Ende hast. Es gibt keine Endbewertung mehr. Meine ich. Vielleicht noch Ressourcen, aber nicht viel auf jeden Fall.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich glaube, das Einzige, was auch noch ist, ist die Symbolik. Ist ein bisschen schwierig manchmal. Stimmt. Weil es gibt auch noch so Plättchen, die kannst du dir im Politikrat holen. Ja. Und das erkläre ich jedes Spiel mindestens 2 bis 3 Mal, was die eigentlich machen. Da fehlen auch einfach noch Spielerhilfen, die hätten beigelegt werden können, dass genau. auf den Spielerhilfen halt steht, was diese ganzen ja. Sachen machen. Weil da sind die Ikonografien auch nicht wirklich erkenntlich für das, was sie nachher dann auslösen an Aktionen. Genauso wie manchmal das mit diesem, wo wir gesagt haben, du setzt einen Worker hin, auf was habe ich denn Zugriff? Manchmal ist es nicht logisch, welche Bäume du dir damit erschließt, aber ist halt wirklich eine Kleinigkeit. An sich ist Service ein ja, gutes Spiel. Ist nicht sonderlich hübsch. Es ist ein bisschen grau in grau. Genau, es wirkt ein bisschen altbacken, ja. muss man tatsächlich sagen. Es wirkt ein bisschen wie vor 5 Jahren. Genau, 5 Jahre alt, wie man immer also so außer ihr guckt aus dem Jahr 4000, dann ist es vor 2005 Jahren. Und wie gesagt, es ist halt nicht mein Lieblingsspiel, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass Leute gesagt haben, sie fanden das halt super furchtbar und für die, ich weiß, ich habe eins gesagt, das ist eine glatte 5 für mich und ich schon 5. Von 10 oder eine Note 5? Note 5. Okay. Also, ich würde es halt auch immer wieder empfehlen, vielleicht auch für Leute, die nicht so auf so super diepe Jojos spielen, stehen und halt auch von der Spielzeit und dann finde ich halt auch das Thema auch irgendwie cool, wenn du dann ja. so deinen Satelliten losschickst und der fliegt so durch die Satellitenringe zu dem Mittelsiegpunkt-Planeten, was Basti immer sagt, passt auf, dass Sarah das nicht macht. Und Sarah schon so im Hintergrund ist schon so ihren Satelliten am Vollschmeißen. Die ganzen Satelliten stehen schon alle bereit mit Sarahs Flagge drin, um da loszufliegen, die dicken Siegpunkte abzugreifen. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, okay, das spielen wir vielleicht noch ein 50 Mal und dann kann es von mir aus ausziehen, weil dann habe ich, glaube ich, alles gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es dafür Expansions ja. gibt. Ich glaube, kleine Expansions ja. oder ähnliches, aber nichts Größeres. Aber ich denke, das ist so ein Spiel, was jetzt nicht von mir aus permanent in der Sammlung sein müsste. Deswegen aber tut nicht weh, wenn es jetzt gerade in der Sammlung ist. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Forever-Titel, aber Forever? Momentan kann es halt seinen Platz halt auch wirklich halten und auch gegen andere beweisen. Von daher auch kein schlechtes Ding. Auch eine Empfehlung tatsächlich. Atypia ist eigentlich auch jedes Jahr auf der Messe, von daher. Ich glaube, unser einziger Knizia in der Sammlung ja. ist, ist Sunrise Lane. Und tatsächlich auch so ein Ding, was... Es tut mir leid, Herr Knizia, dass ich Sie nicht erkannt habe, wenn Sie unser Video schauen. Als ob. Ja, der Stand, wo Basti neben Knizia vor sich hingegammelt hat und beide haben sich... Rainer Knizia stand an dem Stand, ich stand an dem Stand. Ich wollte es diesmal mal nicht erzählen, weil du gesagt hast, die Geschichte erzählen wir immer. Die Geschichte ist interessanter als das Spiel eigentlich. Rainer Knizia stand an dem Stand, ich stand an dem Stand, ich habe mal auf mein Handy geguckt, er hat auf sein Handy geguckt, ich habe ihn nicht erkannt. Sarah hat mir später gesagt, du standst direkt neben Rainer Knizia mit seinem neuen Spiel in der Hand. Warum hast du ihn unterschreiben lassen? Ich so, wer, was, Rainer Knizia? Ich habe gesagt, warum hast du nicht Hallo gesagt? Weil sie beide... am Tisch lehnten und ihr wart doch beide nicht am Handy, ihr habt beide in der Gegend rumgeguckt. Und haben dann wir? Bin ich wir zurückgekommen, als ich das Spiel geholt habe und da hast du. Ja, du hast vorher nicht erkannt, wir haben vorher so ein Deathmatch gefightet. Ach so, ja, ihr wart schon Buddy und habt dann gesagt, so und jetzt tun wir so, als ob man sich erkennt. Habt schon so einen geheimen Bro-Gruß. Auf jeden Fall, ich habe das auf die Liste gesetzt, weil es ist eine Wiederauflage von einem alten Spiel, das hieß Rondo, das hatte mal ein Kumpel von uns. Rondos Räubertochter. Und das war wirklich sehr trocken, weil man da so Plättchen gelegt hat. Und jetzt hat das praktisch nochmal so als City-Building-Game aufgelegt bei Horrible Games. Und es ist sehr unaufdringlich, weil ja. tatsächlich ist es einfach so, was machst du in deinem Zug? Ziehst du 2 Karten oder baust du halt was? Und dann darfst du halt alle... Und ziehst dann trotzdem noch eine Karte. Genau, darfst halt alle Karten in deinem in deiner Hand abbauen. Und du hast halt verschiedene Felder, da muss halt die Farbe mal stimmen. Das heißt, ist es ein grünes Feld, brauche ich ein grünes Haus. Aber sie sind verschieden wertvoll, weil es gibt Einsen bei Grün, es gibt Fünfen bei Grün. Und wenn ich dann ein Einsergebäude dahin stelle, also ein grünes Einsergebäude, kriege ich 1 Punkt. Wenn ich da ein Fünfergebäude drauf stelle. Also 5 grüne Karten ausgebe? Nee, keine 5 grünen Karten. Wenn ich da ein Gebäude aufs 5er-Ding stelle, ja. ist es 5 wert. Aber wenn ich da schon 3 grüne Karten ausgebe auf dem 5er-Bauplatz, ist es 15 Punkte wert. Das wollte ich sagen. Das heißt, es ist immer so dieses Warten auf, baue ich da jetzt was hin oder nicht? Oder wenn man dann sagt, so, cool, ich sammle jetzt grüne Karten, dann kann ich da vielleicht, ich habe jetzt 2, das sind 10, aber vielleicht kriege ich noch eine dritte, kann ich 15 machen. Und dann Basti so, ach ja, ich habe ja noch eine 1er, 5er, 5 Punkte. Und denkst so, das ist so ein Spiel, was 2-mal Endorphine auslöst. Einmal, wenn man halt wirklich so einen guten Zug hat, man hat eine gute Kartenhand, man hat eine gute Boardposition und dann feuert man halt diese Karten raus und die Häuser, wie so eine Schlange, weil die müssen immer aneinander gebaut werden, feuern sich dann über das Spielfeld und geben einmal halt Punkte über Punkte über Punkte über Punkte und gleichzeitig
gleichzeitig ist es ja so, dass wir alle auf demselben Spielfeld interagieren. Das heißt, man kann sich gegenseitig auch den Platz abschneiden. Das heißt, teilweise kriegt man auch Punkte für die längste aneinander liegende Reihe an Häusern. Ja, oder das größte Cluster. In bestimmten Gebieten werden halt auch noch größere andere Sachen gewertet. Da kann man sich dann halt schön gegenseitig in die Suppe spucken. Und das macht halt auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Außerdem ist es ein fantastisch schnelles Spiel. Also das haben wir bisher immer unter einer halben Stunde gespielt. Inklusive Erklärung und Auspunktung am Ende. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Man zieht halt Karten, man baut halt Gebäude und es geht ja tak, 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 tak. Man ist so schnell wieder dran, dass man gerade vielleicht erstmal die Karten sich in die Hand gesteckt hat und das finde ich halt einfach fantastisch. Bevor man dann schon wieder angestupst wird. Du. Aber ich habe gerade... Also wirklich, wirklich gut. Also es macht echt Spaß. Ist auch eins der Games, die Basti sich jetzt immer noch so... Manchmal war noch so eine halbe Stunde Zeit und meistens sneakt Basti sich dann weg, ist dann drüben im Meerschweinchenzimmer. Die Meerschweinchen eskalieren, weil sie was zu essen haben wollen. Und dann bringt er das immer mit. Also das haben wir wirklich jetzt auch schon oft gespielt. Oft auch halt als Rausschmeißer. Ja. Einfach weil es so fix ist. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass es Rainer Knizia designt hat. Die Punktewertung am Ende sind eigentlich immer sehr, sehr knapp. Ja, also es ist kein Spiel, wo es eigentlich immer so einen Runaway-Gewinner gibt, der dann irgendwie so, weiß ich, 30, 40, 50 Punkte vor allen anderen liegt. Meistens ist es so, dass die Spieler so vielleicht 5 bis 10 Punkte auseinander liegen und dann aber auch wirklich in sehr eng geballten Gruppen. Also es ist schon echt gut gemacht. Das Einzige, was ist, wo ich sagen würde, das ist ein Spiel, da könnte die Box halb so groß sein. Ja. Weil letztendlich ist es nur in dem Format, weil das Board nicht geknickt ist, weil es da als Ding, doch, das Board ist sowohl geknickt, also zumindest, das. Also man hätte dann noch mal einen Teil abschneiden können. Und auch hier die Seiten, also das könnte theoretisch einfach nur so groß sein, das Spiel. Was das hier oben soll, bin mir auch nicht sicher. Vielleicht kommt noch mal eine Expansion mit mehr Spielern, aber ist eigentlich unnötig. Das ist ein gutes Vier-Spieler-Spiel. Also das kann man im Spiel, glaube ich, als einziges vorwerfen. Es könnte auch ein kleines, ein Smallbox-Game sein, aber eigentlich ist es nämlich auch ein Smallbox-Game. Das ist nämlich das Einzige, was es so ein bisschen gefährdet macht bei uns in der Sammlung, weil man weiß ja mal, Platz ist wertvoller inzwischen, als irgendwie, dass man sagt, man hat dafür so viel Geld verausgegeben. Gerade wo Crowdfunding-Spiele immer größer und größer werden, ihr habt es gerade gesehen bei Deep Rock Galactic, die Box ist ja auch und schon gigantisch. Und das ist wahrscheinlich das Einzige, was hier mal gefährlich werden könnte, dass es dann wegen Platzgründen eventuell immer verdrängt wird. Nicht jetzt, weil es jetzt irgendwie, genau, Basti macht Platz. Ein anderes kleines Spiel. Auch eins von Basti holt es sich mal eben schnell und schmeißt es nochmal auf den Tisch. Manchmal stehe ich nachts auf und hole mir einfach mal einen Bonsai. Als ob. Auf jeden Fall... Nein, ich schlafe wie ein Stein. Du darfst es erzählen. Bonsai ist auch ein Plättchenlegespiel, in dem wir, ihr würdet es nicht glauben, Bonsais züchten. Und zwar jeder Spieler einen eigenen. Das heißt, wir haben am Anfang wirklich nur so eine Schale, wo so ein kleiner Spross rausguckt. Und wir haben halt unten so ein Tableau, wo wir halt verschiedene Sachen anlegen können. Einmal Arbeitsmaterialien und einmal so Lagerkapazität. Und wir draften uns halt, in der Mitte liegen halt Karten, daraus draften wir uns halt immer wieder neue Karten, verbessern unsere Bauqualitäten, Baufähigkeiten und bauen dann so nach und nach unseren Bonsai auf. Super, super simples System. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Baumaterialien. Holz, Grün, also Grün. Blätter, dann Blumen, Früchte. Das war's, es gibt 4. Und die haben halt wirklich auch so super simple Scoring-Bewertungskriterien. Und dann baut man halt so nach und nach die Bonsais und durch diese super simplen Lege- und Bewertungskriterien sehen die am Ende auch immer richtig gut aus. Hinten ist auch nochmal eine Doppelseite, wo dann steht, okay, wenn du den Baum gebaut hast, das ist eine Kaskade, da gibt es keine Punkte oder so, aber das ist halt dieser Bonsais. Ich kenne das übrigens, weil meine Mutter ganz viele Bonsais hat. Und dann guckt man so, es könnte eine Kaskade sein oder eine halbe Kaskade oder was auch immer. Auf jeden Fall sieht es immer schön aus. Ja. Die Leute freuen sich halt immer. Es ist halt super thematisch, was es angeht, obwohl es nur Plättchenlegespiel ist. Hat bei uns in der Sammlung Kanagawa verdrängt, was sehr lange da war, was ein bisschen komplexer war, tatsächlich. Aber auch langsamer so im Spielfluss. Das ist wieder so ein Spiel wie Sunrise Lane, was sehr, sehr, sehr schnell gespielt wird. Und schwerer zu erklären, Kanagawa war immer ein bisschen schwer zu erklären mit diesen Pöttchen, die sich da unten bewegen. Und von daher ist das dafür ausgezogen. Bonsai ist da rein und man merkt schon, Basti möchte immer spielen, wo Snap, 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 wo er gleich wieder am Zug ist. Ich hasse halt extreme Downtime. Ich verstehe das immer, wenn Spieler halt überlegen und den bestmöglichen Zug spielen wollen. Aber ich mag das halt immer nicht, wenn Spieler wirklich das Spiel ausbremsen. Wenn man dann so 3 Spieler vor sich hat, die alle sehr lange überlegen und man dann da so eine halbe Stunde Zeit hat, bis man wieder dran ist. Und das finde ich immer ein bisschen... Ja, Farbe, ich dachte, du hast da Blut. Ich dachte, du schmierst Blut an unsere Spiele. Ja, ich hab grad gemalt. Furchtbar. Ja, geh weg. Ich hab grad gemalt, es tut mir ja leid. Aber auf jeden Fall wirklich ein schönes Spiel und auch ein Spiel, sogar wenn man da nicht gewinnt, am Ende des Spiels macht eigentlich jeder immer noch irgendwie Fotos für Social Media, weil das einfach immer am Ende gut aussieht. Durch diese sehr, sehr simple Bauweise. Wir haben auch noch so eine Promo-Expansion hier drin, mit der haben wir noch nie gespielt.
weil das Grundspiel eigentlich gut genug ist und wie gesagt auch sehr, sehr, sehr schnell erklärt, sehr schnell gespielt. Ein gutes Spiel zum Füllen von Zeit, bis halt die Pizza kommt, wenn man gerade Pizza bestellt hat. Weil oder wir, mal mit den Eltern oder der Familie. Weil ist halt auch vom Thema her ein Spiel, da muss man sich nicht so lange reindenken. Man sieht halt, man weiß halt, wie ein Baum wächst. Dass da halt grün an braun ist, ist relativ klar. Es ist auch von den Plättchen her relativ klar, was du wo anlegen kannst. Das ist eigentlich, genau, die sind gut designt. Und wir finden halt auch immer, dass es halt auch gut ist, wenn man halt schöne Bandbreite an verschiedenen Spielen hat. Also wir haben nicht nur diese Spiele, die 3, 4, 5 Stunden dauern, diese großen Klopper, sondern man braucht halt ab und zu auch mal Spiele, um reinzukommen in so einen Spieleabend oder um rauszukommen. Ich meine, vielleicht seid ihr in so einer Spielegruppe, wo ihr wirklich nur ein fettes Euro nach dem anderen durchballert alleine bis in die Nacht. Wir ich mag Abwechslung. Wohnen ja an der Bahn und wir haben halt auch oft, dass mal welche, die aus den größeren Städten angefahren kommen und abends fährt dann nur jede Stunde der Zug und dann ist immer so die Sache so, ja, spielst du jetzt noch was Großes oder spielst du jetzt noch mal 20 Minuten was, damit da ein Ronny rechtzeitig zum Zug kommt und das ist dann so ein Ronny kommt rechtzeitig zum Zug Spiel. Nochmal schnell einen Bonsai bauen. Macht ja auch Spaß. Jetzt habe ich dich das erklären lassen, weil ich dachte, du hast so wenig gesagt. Aber ich glaube, die nächsten 3 Spiele werden eine Basti-Eskalation. Basti-Eskalation. Hier kann ich nochmal zu einleiten. Es ist ein Hidden-Movement-Game tatsächlich. Mhm. Das Einzige, was ich bei uns in der Sammlung halten kann. Wir haben letztens wieder ein Hidden-Movement-Spiel gespielt, was wir nicht gut fanden. Das war Terrascape. Spoiler alert. und das ist ganz lustig, weil hier ist das halt so eine Steampunk Welt und wir müssen halt One versus Many uns gegen die böse AI-Maschine durchsetzen. Eine schwebende Stadt in der Steampunk-Welt, wo sich halt auch die Stadt verändern kann, die kann sich halt verschieben. Das ist halt noch was Besonderes. Und die möchte halt ganz langsam und heimlich so die Stadt an sich reißen und wir sind aber Rebellen, haben das mitgekriegt und müssen halt versuchen, die Stadtbewohner davon zu überzeugen, einen Aufstand dagegen zu machen. Und hier ist das Besondere, du hast ein Hidden Movement Game, aber du tauchst am Ende des Zuges immer wieder auf. Das heißt, du bist nur schnell im Untergrund, die Maschine überlegt, wo sie hingeht, um vielleicht den Aufstand niederzuknüppeln. Ja, oder wo ich meine Untertanen hinstelle, um vielleicht die auftauchenden Revoluzzer halt abzufangen und dann halt vielleicht einzusperren und Informationen aus ihnen zu quetschen. Und dann am Ende des Zuges tauchst du wieder auf. Das heißt, es ist nicht dieses Ewige, wo du dann wirklich überhaupt nicht weißt, was jetzt irgendwie gerade passiert, sondern es ist halt immer nur dieses sehr Kurze, dieses okay, Sarah ist jetzt da, wo können sie hingehen? Und dann kann nämlich Basti praktisch auch diese Barrikaden legen, weil es kann teurer machen, Felder zu crossen. Und dann kann er, ja, vielleicht gehen sie jetzt nach da oder dort. Und wir haben auch eine bestimmte Aktionskarten, die wir halt aktivieren können. Davon fehlt uns auch eine. Und Basti kann uns zusätzlich auch noch welche wegnehmen. Das heißt, er kann auch eingrenzen, was wir halt machen können. Wenn ich da so ein Pokergedächtnis hätte, was ich da nicht habe, dann könnte ich halt auch wissen, okay, Sarah kann nicht in diese und jene Ecke gehen. Das heißt, ich stelle meine Leute halt dorthin, damit ich dann sie vielleicht abfangen kann. Des Weiteren liegen halt in allen Stadtvierteln noch verdeckte Bürger. Und je nachdem, wie hoch der Aufstandslevel ist, der so nach und nach hochsteigt, wenn die Revoluzzer den halt immer weiter anfachen, dann gehen immer mehr und mehr Bevölkerungsgruppen halt auf die Seite der Revoluzzer. Und dann kann es nämlich immer sein, dass man einen Aufstand wirklich anzettelt. Da müssen die Revoluzzer, glaube ich, 3 Stück von haben, um das Spiel zu gewinnen. Und da wird immer geguckt, wie viele unterstützende Bevölkerungsgruppen sind gerade in diesem Gebiet. Je nachdem, das ist, glaube ich, der Unrest in der Bevölkerung. Ich weiß gar nicht, die Unzufriedenheit, die wir halt hochtreiben. Am Anfang sind halt alle auf Bastis Seite und dann nach und nach holt man so die Bevölkerung auf die Seite. Ich glaube, erstmal kommen so die Artists Die Künstler, auf die Seite. Die Maschine will nur, dass ihr rot und braun malt. Die schwanken ganz schnell um. Dann kommt so das irgendwie die Bauern und so. Die Arbeiter, Und ganz zum Schluss kommen halt irgendwie die Nobles erst. Die sind ganz zum Schluss erst unzufrieden. Denen geht's ja gut. Und das macht halt thematisch Sinn und das macht auch mechanisch Sinn. Das Einzige, was ist, das muss relativ gut erklärt sein. Ja. Und die Spielerhelfen sind so, gut vom Wording, muss man sagen. Aber halt sonst, wie gesagt, wir haben schon viele Eden-Movement-Spiele gespielt. Ob das jetzt ein Scotland Yard war, ob das jetzt ein Fury of Dracula war, ein Spectre Ops. Siehst du Spectre Ops? Whitechapel. Also Spectre Ops hat sich nochmal länger gehalten, allein durch die Thematik. Ja. Aber letztendlich ist das halt alles so ein Spiel, da ist eine Seite, egal welche, die permanent ganze unsichtbar. Zeit versteckt. Ja. Und hier ist halt, wie gesagt, dieses, ich bin während meines Zuges versteckt, tauche dann halt wieder auf. Hasch mich, ich bin der Frühling und bin kurz weg und du guckst jetzt mal, wo ich mich versteckt habe. Und da kann man sich nicht komplett verrennen, weil das ist nämlich das Problem bei den anderen Sachen. Und es hat dann auch nicht so dieses, einer sitzt hinterm Sichtschirm und anders ist halt sonst. Und du hast halt dieses ganz kurze, du kannst so ein bisschen durch die Karten konzentrieren, dass du sagst, hey, wie wär's denn, wenn ich da hingehe? Und dann sagst du, nee, lass uns doch dahin gehen oder lass uns doch dies machen. Und die Maschine sitzt natürlich immer dabei so,
Es ist also auf jeden Fall sehr viel interaktiver und kommunikativer als viele Spiele, wo man dann eigentlich in Wirklichkeit schweigen muss und vielleicht deuten die Spieler dann hinter einem Sichtschirm nur irgendwo hin und keiner redet mit niemandem, ja. Und es ist sehr, sehr uninteraktiv. Hier ist halt wirklich so, dass wir immer kurze Schübe von Planung haben und dann gibt es halt die Abwicklung und die Runden sind auch relativ schnell gespielt. Das macht ja auch sehr viel Spaß. Also ich denke, man kann sagen, es fühlt sich nicht so an, als ob die eine oder andere Seite abgeschnitten wäre, weil das ist ja häufig so bei so welchen Sachen, dass man dann das Gefühl hat, man spielt gar nicht groß mit. Und das war jetzt, wie gesagt, bei Terrorscape bei uns ist so ein bisschen, dass der Mörder immer gesagt hat, so, wenn ihr halt so diskutiert so lange... Dann reden wir bestimmt den nächsten Crowdfunding-Rückblick länger drüber. Genau, das kommt bestimmt den nächsten Crowdfunding-Rückblick. Und hier ist es halt wirklich so, das ist halt eine relativ kurze Absprache, weil, wie gesagt, man poppt dann halt wieder hoch und macht dann seine Aktion. Und macht dann den Aufstand. Genau, schmeißt da ein bisschen Geld gegen, aber Basti versucht dann natürlich auch das Geld aus den Taschen zu ziehen. Dann bist du da, willst irgendwie einen Aufstand anzetteln und kein Geld. Ja gut, dann machen wir nur das Fähnchen hoch. Ist auch relativ abwechslungsreich, weil die Maschine sich noch Sonderfähigkeiten dazu kaufen kann. Die Charaktere der Aufständischen haben halt verschiedene Fähigkeiten, sodass man da auch immer ein bisschen anders spielen kann. Ist schon wirklich sehr, sehr cool gemacht und wir werden es jetzt auf jeden Fall demnächst nochmal spielen. Ist auf jeden Fall angedacht. Ist ein Spiel, das nicht hundertprozentig fest in der Sammlung ist, aber... Es ist schon fester als viele andere Hidden Movement Games, genau, auf jeden Fall. Also alleine schon das Thema. Das Einzige, was ich halten konnte, und Basti muss es sowieso auch erstmal noch anmalen. Ja, und dann verkaufen. Ist ja nicht so, als ob das nicht schon öfters mal passiert wäre. Das stimmt. Ein Spiel, was, glaube ich, relativ fest bei uns ist, ist Lunar Rush. Wir haben ja den Mondmann hier eigentlich permanent hinter uns stehen. Basti liebt den Mondmann. Der Mondmann. Mehr oder weniger so ein Zufallskauf auf dem Messe. Wir hatten es, glaube ich, schon mal so ins nähere Radar gepackt, aber nicht so komplett interessant. Und dann waren wir halt da. Ich finde auch das Cover immer sehr... ich habe bis zum Schluss immer nicht erkannt, was das genau sein sollte. Das ist so eine Weltraum-Zucchini. Ja, das ist eindeutig eine Weltraum-Zucchini. Und da waren wir da. Und letztendlich ist das auch wieder so ein Timing-Spiel, weil es ist ganz lustig, aber du kannst es auch erklären. Los? Ja, ich wollte dich nie unterbrechen. Es ist so, wir sind Mega-Corporations, also wir sind große Konzerne auf der Erde und wir haben unendlich viel Geld. Und wir wollen mit unseren Shuttles auf den Mond, weil auf dem Mond können wir halt eine Basis bauen und in der Basis produzieren wir dann ganz viele schöne Sachen, unter anderem neue Gebäude und auch teure Ressourcen, die wir dann mit unseren Shuttles wieder unten auf die Erde schieben. Und wie machen wir das? Indem wir im Grunde die Shuttles beladen und es gibt verschiedene Routen halt zum Mond. Es gibt verschiedene Routen vom Mond zur Erde zurück. Es gibt halt schnelle Routen, mittelschnelle Routen und langsame Routen. Auf den schnellen Routen ist das Schiff in dieser Runde, in der ich es belade, schon auf dem Mond, kann aber weniger Material tragen. Auf der langsamsten Route braucht es 2 Runden von, glaube ich, 6, die im Spiel gespielt werden, oder 7. Ist auf jeden Fall nicht lange. Nicht lange? Vielleicht, ja. Und da kann ich aber am meisten drauf laden. Das heißt, ich überlege jetzt, will ich jetzt wenig Material hochschicken, bin aber sofort, habe es sofort zur Verfügung oder schicke ich es so langsam hoch, dass ich dann erst in 3 Runden, da muss ich natürlich vorplanen, das Material am Start habe. Und wenn das Material dann halt auf dem Mond ist, fange ich dann halt an, so ein Worker-Placement-Spiel zu spielen. Für mich, was auch cool ist, weil das jeder Spieler gleichzeitig macht, ja, und man nicht diese langsame Arbeiter-Platzierungsmechanik hat, sondern jeder baut halt und produziert halt und macht neue Gebäude und so weiter und so fort. Und dann wird wieder gestoppt und jeder guckt wieder, wie er seine ganzen Shuttles belädt, dann gehen die halt runter und je nachdem, wie die Shuttles, genau mit derselben Geschwindigkeit, schnelle Shuttles sofort, langsame Shuttles 2 Runden, mittlere Shuttles 1 Runde, kommen die halt unten auf der Erde an und dann verkauft man da halt Ressourcen in so einen sich verändernden Markt. Das heißt, am Anfang sind die Ressourcen sehr, sehr viel wert und dann werden die immer so weniger wert, weniger wert, weniger wert und erholen sich dann aber auch immer so ein bisschen. Das heißt aber, wenn ich jetzt eine richtig teure Ressource habe und schicke die auf dem schnellen Weg zur Erde, mache ich halt sehr, sehr schnell Geld, aber nicht viel, weil ich nur wenig beladen kann auf meinem schnellen Shuttle. Sarah kommt dann vielleicht mit dem mittleren Shuttle, kann ein bisschen mehr drauf laden, hat immer noch einen guten Preis. Aber der dritte Spieler, der halt das letzte Shuttle vollgepackt hat, kommt zu spät und kriegt dann halt zwar, hat zwar viel Ware, aber einen schlechten Preis. Und das ist halt richtig cool in dem Spiel. Auch so ein Timing-Spiel, da bezahlt man praktisch mit seinen Siegpunkten, weil es ist ja ganz wichtig, wenn du halt dran bist, aber du kannst halt um die Initiative bieten, aber das musst du halt mit Siegpunkten bezahlen. Und da ist auch ganz lustig der Kniff am Anfang, was weiß ich, ich möchte halt besonders schnell dran sein, spiele halt die 5, okay, kostet mich 5 Siegpunkte. Aber umso weiter es im Spiel vorschreitet, wird das noch multipliziert. Das heißt, das ist dann irgendwann mal 2 und der letzte Runde ist mal 3. Und wirst du dann halt wirklich so viel schneller dran sein, dass du dann halt sagst, so,
ich verzichte jetzt einfach mal 15 Siegpunkte, nur damit ich als erstes dran bin. Und dann bietet noch wer anders eine 5. Dann gibt es auch so diese, in der Runde davor später dran war, der switcht dann noch so rum. Dann bist du trotzdem nur der Zweite. Das ist dann nochmal so ein kleines Minigame im Minigame für die Initiative, um das Bieten, um die Shuttles, weil das ist natürlich super wichtig. Will ich schnell, mittel oder langsam auf dem Mond oder unten auf der Erde sein? Und wie gesagt, das ist das Minigame oben auf dem Mond mit der Basis. Ist halt auch echt cool, weil man halt Gebäude bauen kann. Man kann die noch aufwerten, man kann sich Astronauten hochschicken, die kommen dann noch mit den Shuttles hoch. Und müssen aber auch versorgt werden oben auf dem Mond, weil wenn die dann nachher irgendwie sterben, verliert man einen Riesenbatzen an Siegpunkten. Oder schickt sie einfach mit dem Shuttle wieder runter, dann hat man halt diese Astronautenrotation. Richtig, richtig cool gemacht. Ist auch wirklich, dieses Rush ist halt nicht nur im Namen, sondern es spielt sich auch wirklich schnell, weil halt dieser gesamte Mondpart halt wirklich von allen Spielern gleichzeitig gespielt wird. Da muss man einfach so ein bisschen vertrauen den anderen Mitspielern, dass sie alles richtig machen. Und auch der ganze Rest geht eigentlich relativ fix. Also ist ein cooles Spiel, man muss halt so ein bisschen damit leben können, dass nachher wirklich die Werte, die man einnimmt, sehr, sehr hoch werden. Also wenn Sarah dann nachher die bestmögliche Kristallressource nach unten schifft, dann kriegt sie halt auch wirklich dicke, dicke Siegpunktbatzen, die man am Anfang des Spiels vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Aber es macht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Fates. Und das ist ein Spiel, das ist wirklich, glaube ich, fest in der Sammlung. Also das ist, wir haben jetzt auch die, auf den Fotos, wer das gesehen haben, wir haben die Deluxe-Variante, meine ich, ne? Also mit den bedruckten, transparenten Meeples und so. Ich weiß gar nicht, wie die normale Variante aussieht. Deswegen ist das auch ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, die normale Variante gab es so ein bisschen zu kaufen hier, aber die Deluxe mal nicht, weil es ist ein amerikanisches Unternehmen. Der Bernie ist auf jeden Fall da, der von Dead Alive Games, weil die haben nämlich ein neues Spiel, das habe ich schon angekündigt. Also auf das Spiel jetzt 2024. Auf das Spiel 2024. Ich hoffe, er hat auch das Spiel wieder mit, weil ich habe auch mehrfach mit ihm geschrieben, weil ich auch weiß, dass Leute, die beim Kanal zugeschaut haben, dann überall danach gesucht haben, die hat die Deluxe wollten oder die Spielematte, gab es glaube ich auch noch. Und ich hoffe, er hat es wieder dabei. Ich kann ihn ja nochmal anschreiben, wenn er da irgendwie Bock habt und ihn fragen, ob er ein paar Sachen dabei hat, weil dann wäre da halt wirklich die Chance, weil du kannst das in den USA bestellen, aber ihr kennt es, USA, dann kriegst du erstmal 60 Euro Versand obendrauf, dann hast du hier noch Spaß beim Wettbezahlen, beim Zoll, dann muss es noch zu DHL irgendwie und ein Drama. Das ist ja immer der große Vorteil von so einer internationalen Spielemesse, dass man da halt auch mal ein paar Perlen bekommt, die man hier vielleicht nicht im normalen Versandhandel oder im Friendly Local Game Store um die Ecke kriegt. Und das ist halt wirklich so ein Spiel, das ist ein echter internationaler Geheimtipp, können wir euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr auf so Spiele steht, die sich relativ schnell spielen, die aber auch wirklich crunchy sind, so in den Mechaniken. Nicht von der Komplexität, sondern einfach von der Vorplanung und von dem gesamten Ausstaffieren, was man halt in der Runde so macht. Sie haben auch einfach was Besonderes, muss man sagen. Ja. Dieses mit diesem Schiffen belegen, das ist schon, das hat sonst eigentlich kein anderes Spiel. Ja. Und das Coole ist halt auch, weil man ja so eine riesen Corporation ist, hat man auch, kann man alles draufladen. Man hat so unendlich viel Geld. Total cool. Weißt du noch, was das letzte Spiel kommt? Ich habe keine Ahnung. Aber das letzte Spiel ist auf jeden Fall ein Spiel, was sehr, sehr sicher in der Sammlung ist. Achso, ja, dann weiß ich, welches Spiel das ist. Das werde ich hier wohl nie wieder rausbekommen. Nee, das kriegst du nie wieder heraus. Dann muss ich auch noch die Miniaturen verbinden. Und das muss Basti auch noch bemalen. Gib mir meine Liebe. Weil das ist definitiv... Also mich. Nein, geh weg. Station 4. Soll ich es erklären? Ja. Das ist das Spiel, was wie für mich gemacht ist. Ich bin ja wirklich ein sehr thematischer Spieler. Ich meine, ich spiele auch gerne Euros und alles, gar kein Problem, aber ich liebe halt gute Thematiken. Und deswegen liebe ich Thematiken. Deswegen liebe ich Station 4, weil wir sind an Bord einer Raumstation, die in 13 Minuten in die Atmosphäre eintritt und da verglühen wird. Wir sind aber eigentlich gar nicht wirklich an Bord, sondern wir sind mehr oder weniger verbunden mit Leuten, die für uns arbeiten auf dieser Raumstation. Aber keiner der Mitspieler weiß, welche der Figuren die anderen Mitspieler spielen, weil das ist wieder alles geheim. Und das Coole ist, wir können über so kleine Cubes jeweils setzen, alle Leute, die auf der Raumstation sich befinden, auch die von unseren Mitspielern, von denen wir ja nicht wissen, dass sie die von unseren Mitspielern sind, beeinflussen und über die Station schicken. Und dann kann man unglaublich lustige Sachen machen. Man kann, was ich den Androiden in das eine Waffenbüro schicken und sich da eine Waffe 3D drucken lassen. Mit der Waffe erschießt man dann vielleicht den Captain, der Sarah vielleicht in Wirklichkeit ist. Und Sarah hat halt versucht, mit der Station unterzugehen, weil der Captain geht ja immer mit der Station unter, weil jeder dieser Charaktere hat halt ganz eigene Siegbedingungen, die er halt erfüllen will. Und vielleicht will der Security-Roboter ganz viele Leute erschießen, die halt irgendwie Dreck am Stecken haben. Das Gute ist aber... Er kann sie dazu zwingen, dass sie Dreck am Stecken haben. Er kann sie erschießen und ihnen dann einfach eine Waffe in die Hand legen. Dann zählen die nämlich auch als Leute, die Dreck am Stecken hatten. Kann ja keiner beweisen. Und das ist halt das Coole an dem Spiel. Das darf erzählt halt nur nicht die Kamera an sein, weil die sieht das nicht die Kamera dann. An sein. Das Spiel erzählt halt wirklich fantastische Geschichten. Ist die Hölle zu erklären, weil man wirklich diese gesamte Raumstation von oben bis unten durch erklären muss, damit die Spieler halt wirklich wissen, was man machen kann. Aber man kann das relativ gut steuern über die Anzahl an Charakteren oder die Art an Charakteren, die man auslegt, weil es gibt 24 insgesamt in dieser Grundbox. Und man kann auch einfach etwa am Anfang die leichteren Charaktere nehmen, die vielleicht auch nicht alle Mechaniken nutzen, die vielleicht auf der Station angeboten werden.
Ja, es ist halt auch immer so, man hat diesen Erklärer-Frontload und dann braucht man davon nur 20%. Ja. Weil, ja, natürlich hat jeder nur zwei Charaktere und dann die anderen halt nicht, die dann, was weiß ich, da hast du irgendwen, der muss mit dem Jumpsuit zur Erde springen, dann muss Basti das erst erklären, wie er rausspringt, was er dafür braucht, der ist ja gar nicht gezogen. So, ne? Das heißt, aber es muss ja alles vorher erklärt werden, weil man weiß ja nicht, wer man ist. Und das ist dann immer so ein bisschen das Ding, weil man weiß, Basti hat das erklärt und dann schon wieder weiß Sophie, warum von wegen so, ich kann doch irgendwo, kann ich doch das Rettungsshuttle auch noch abschießen. Wo war denn das jetzt? Das ist ja ein Todeslaser, dann nützt sich doch einfach den. Wenn ihr halt auf Nemesis das Brettspiel steht oder auf Aliens den Film, dann packt ihr hier vielleicht noch Akte X die Serie rein, Fringe die Serie rein und irgendwie noch eine Hälfte an CSI und schon habt ihr ungefähr ganz viel Chaos, um es rauszupoppen, weil dieses Spiel ist eigentlich pures Chaos, was das angeht. Aber es erzählt halt einfach richtig geile Geschichten. Ja. Also es ist, wie gesagt, sehr speziell. Es kommt ja auch bald auf Deutsch. Es war, glaube ich, in der Spieleschmiede, weil das jetzt noch die englische Variante. Ihr müsst es halt chaotisch mögen und ihr müsst halt damit dingsen. Ihr habt die ganze Zeit einen Plan durchgezogen und irgendwann kommt einer vorbei. Ach, egal. Ach, ich brauche noch einen Menschen, den ich halt irgendwie beschuldigen kann als Roboter. Basti, buff, klebt dem eine Waffe in der Hand und du bist da so... Oder... Danke sehr. Oder Sarah schiebt ihre Figur, die noch nicht aufgedeckt ist, halt vielleicht irgendwo hin in Richtung ihres Missionsziels und ich komme dann einfach an und schieb den aus der Luftschleuse raus. Und das Ding ist halt, diese 13 Runden, die sind halt auch super kurz. Man denkt am Anfang, man kann halt so super lange so vor sich hinschleichen. Du hast dafür keine Zeit. Das heißt, du musst halt losrennen und das ist auch so ein Spiel, da musst du gar nicht bis zum Ende verbergen, wer du bist. Ja. Weil das wird relativ schnell dann auch halt auch klar in dem Chaos. Du weißt dann nur nicht, okay, welchen steuert er jetzt, welcher hat da die Siegbedingungen dabei. Und ja, es ist auf jeden Fall passiert immer super chaotische Sachen. Wie gesagt, man muss die Spielegruppe dafür haben. Aber auch eins der Spiele, wo ich sonst sage, die kann man sonst nur in großen Gruppen spielen. Ja. Aber das Spiel könntest du, glaube ich, auch zu dritt spielen von dem Chaos-Faktor. Funktioniert ziemlich gut, ja. Also simuliert das, dass das mehr sind, als es... Weil wir halt drei Spieler sind, aber es sind trotzdem, was ich, 14 Figuren auf dem Spielfeld, von denen wir nicht wissen, wer von unseren Mitspielern gesteuert wird. Auch die drei Leute, die haben ja wenigstens 6 unter der Kontrolle und kannst ja die anderen auch noch unter Kontrolle nehmen. Das heißt, es fühlt sich immer an, als ob mehr Spieler da tatsächlich... Das heißt, es bewegt sich immer relativ viel auf dem Board, obwohl wir weniger Spieler sind. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und man muss halt wirklich dann rausfinden, was wollen eigentlich meine Mitspieler, was ist deren Agenda und wer könnten die halt sein oder wen beeinflussen die halt priorisieren. Man kann es halt auch so geil mitbenutzen, was weiß ich, ich brauche jetzt irgendwie den Koffer, ich kriege den aber nicht von der Raumstation nach da, weil jetzt ist gerade Feuer und kein Sauerstoff. Ich schicke einfach den Affen raus, der holt dann das Ding ab. Weil der Affe hat den Helm auf. Mit seinem Raumanzug, der schwimmt dann da nach unten hin und gibt es an meinem Charakter, kommt Basti mit dem Space, den sagst du schon so, ja, es ist schon wirklich Wahnsinn. Es ist ein super thematisches Spiel. Es ist, wie gesagt, wie als wenn man so ein Spiel aus meinem Kopf rausgesaugt und in diese Box rein injiziert hätte. Ich liebe es. Theoretisch kann man nach jeder Session einen Film davon schreiben. Ja. So ein bisschen, was ja sonst auch Nemesis macht, weil es ist halt immer, wenn man denkt, so, es war jetzt aber auch wieder so abstrus, was da passiert ist, mit, ha, ich belebe dich wieder und jetzt bringe ich dich um, dafür kriege ich einen Punkt, dann belebe ich dich wieder und jetzt bringe ich dich um. Und das Gute, was das Spiel halt auch hat, es hat absolut keinen Zufall. Es gibt keine Würfel, das heißt, wenn man irgendwie eine Aktion macht, dann passiert die einfach und dann ist eine bestimmte Regel irgendwo da, die dann wirklich sagt, es passiert oder es passiert nicht. Ist schwierig zu lernen. Also sogar ich habe ja bestimmt 3-4 Mal mir irgendwelche How-to-Play-Videos angeguckt im Internet, weil die Anleitung ist komplex und nicht gut, weil es gibt im Grunde nur eine Tutorialanleitung und dann gibt es eine Anleitung, die nur die einzelnen Regeln, aber nicht in der richtigen Reihenfolge zeigt. Ist schwierig, also ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat, aber wenn man es erstmal verstanden hat, ich kann es mittlerweile relativ gut erklären, dann ist es ein fantastisches Spiel. Ihr könnt auch genauso draufstehen, Stationfall, Bastis oder eins von Bastis Lieblingsspielen. Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, dein Top-Titel 2023 von den Neuerscheinungen. Hatte Basti da schon auf seiner Nummer 1 mit, deswegen, das sage ich ja, ich werde das hier nie wieder rausbekommen. Ja. Aber ich spiele es halt auch gerne mit, aber es ist natürlich immer dieses, okay, jetzt kommt der Erklär-Dings. Das ist ja mal schon, da muss man schon mal so... Dann schütze ich da erstmal eine neue Kanne Kaffee, Tee ein. Wir trinken ja keinen Kaffee. Ja. Ich habe auf jeden Fall die ganzen Miniaturen dafür, die muss ich irgendwann mal bemalen, wenn ich Zeit habe und nicht Videos schneide. Oder Battlemax bemalt. Oh, Battlemax. Weil sie werden nämlich da auch nur Battlemax bemalt. Ja, das waren alle, die ich zumindest an die ich gedacht habe. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, was das angeht. Geld weg damit. Und ja, wie gesagt, wir wollen euch ja immer... Wir wollen euch ja immer aktuell halten, was das angeht. Das heißt, die haben es jetzt geschafft. Werden sie für immer bleiben? Ich sag ja nie für immer. Nein. Weil es kann immer noch das eine Spiel sein, wo du denkst so,
das macht das doch ein bisschen besser. Wir sind ja inzwischen schon über 15 Jahre im modernen Brettspielhobby, ja. auch mit der Collection. Da sind schon so viele Spiele ausgezogen, wo man immer gesagt hat, das zieht nie wieder aus. Dann kommt das eine, das macht das doch noch ein bisschen besser und das Thema ist doch noch ein bisschen schöner. Wir haben heute schon wieder vor unseren Regalen gestanden und überlegt, welche Spiele vielleicht mal ausziehen können in der Digital Shipping Auction, weil wir brauchen halt auch wieder den Platz. Wir haben nur einen begrenzten Platz für Spiele. Wir sagen, wir wollen nicht weitere Regale anbauen. Das heißt, es müssen Spiele gehen, damit von der Messe neue Spiele einziehen können. Und da auch wieder der Tipp, da werde ich auch wieder ein Video zu veröffentlichen. Da könnt ihr euch auch alte Videos zu angucken, weil so viel ändert sich immer nicht, aber da kommt auch ein neues Video. Da könnt ihr gebrauchte Spiele auf der Messe ersteigern in vornherein. Und auch da sind halt Titel, die im Vorjahr sind, immer so gut vertreten. Das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein Money-Saver-Tipp, vielleicht dass ihr so die paar Spiele euch dann da raussucht und sie halt einfach gebraucht kauft oder an den Ständen euch holt, da ist dann vielleicht nicht mehr der Run drauf und vielleicht reicht auch manchmal, dass man sich 80% Spiele vom Vorjahr holt, wo man dann schon mehr die Reviews gesehen hat oder mehr weiß, dass man es vielleicht mögen kann und dann lässt man die Neuheiten erstmal ein Jahr liegen und holt sich dann das nächste Jahr. Gibt es auf jeden Fall Videos zu, werden auch noch Videos zu kommen und ist halt international. Das heißt, Spiele, die hier vielleicht sehr, sehr teuer gehandelt werden, sind im Ausland vielleicht super einfach zu haben und zu erstehen, kann man immer noch einen guten Schnapper machen. Aber da, wie gesagt, wenn ihr Bock auf sowas habt, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare, welche Spiele sich von euch noch, also von der letzten Spiel- oder von der letzten Spielemesse an sich, sich bei euch noch im Regal befinden. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Was hat sich festgekrallt? Habt ihr vielleicht ein paar Favorites oder auch zum Beispiel wart ihr super enttäuscht von irgendwas? Ne? Also wie gesagt, da haben wir ja die rausgeflogenen Videos, da könnt ihr dann gerne nochmal reingucken oder falls euch noch was Spezielles interessiert, fragt einfach nach in den Kommentaren, ob es noch da ist oder ob ich es jetzt vergessen habe oder was auch immer. Und es geht langsam drauf zu. Ich freue mich. Es ist noch ein bisschen über 2 Monate, je nachdem wann das Video rauskommt, weil ihr wisst, timey-wimey stuff. Was ist denn das Secret heute? Keine Ahnung. Battletech. Vielleicht einmal der Geschenkes-Emoji-Smiley. Oh ja. Weil man ja nie so richtig weiß, wenn man auf der Spiel Neuheiten kauft, ist es ein Flop oder nicht. Die Spiel ist wie eine Packung Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Genau. Und bei denen wüsstet ihr jetzt, was ihr bekommt. Das heißt, wenn ihr da seid, schaut da mal gerne vorbei. Für uns gibt es auf jeden Fall von allen dem eine Empfehlung. Und von ansonsten daher, schaut auch gerne bei uns, weil wir werden auf jeden Fall auch Vorberichterstattung für die Messe machen. Genau, das ist alles schon in Planung. Und dann war's das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, Basti war nicht zu cringig. Nee, heute warst du brav. Bin völlig entspannt. Das bist du immer, aber es ging um cringig und nicht um spannend. In dem Sinne, macht's gut. Man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.